Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute sprechen wir über Lacewing. Wie gut ist der neue Mech? In welchem Modi und mit welchem Waffensystem lässt er sich am effektivsten einsetzen? Und vor allem, ist er ein Must-Have? Das und mehr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, wie immer fangen wir mit den Fakten an. Der Lacewing ist ein legendärer Speer mit einer Energiekapazität von 24 auf maximalem Level und bis zu 198.900 Lebenspunkten ohne Pilot. Mit 26 km/h ist der Lacewing ein recht flotter Mech und damit nur um 2 km/h langsamer als der Eclipse. Seine besondere Fähigkeit lautet Minensprung. Lacewing kann nämlich wie Lancer springen. Die Sprungdistanz beträgt hierbei 10 Meter, welche allerdings mit einem entsprechenden Implantat erhöht werden kann. Ist Lacewing also ein legendärer Lancer? Ja, vollkommen richtig. Aber ein neuer Mech würde sich nicht sonderlich gut verkaufen, wenn er nicht besser wäre als sein Vorgänger. Also inwiefern unterscheidet sich Lacewing nun von Lancer? Zunächst einmal kann Lacewing zweimal hintereinander springen, allerdings nicht in der Luft, sondern erst wenn er wieder auf dem Boden aufkommt und das Ganze bevor die Abklingzeit greift. Darüber hinaus wirft Lacewing in dem Moment, in dem er springt, eine Mine. Naja, eigentlich wirft er sie nicht wirklich, er lässt sie fallen. Und zwar an dem Punkt, von dem aus ihr gesprungen seid. Und das ist auch der Knackpunkt an der Mine. Die ist etwas ineffektiv, ist wie so eine Cheater-Mine. Die Sache hierbei ist halt einfach die, dass der Gegner quasi dahin gehen müsste, an den Punkt, von dem aus ihr gesprungen seid, um Minenschaden zu bekommen. Und das ist relativ unwahrscheinlich. Apropos Minenschaden. Der Minenschaden beträgt zwischen 4.000 und 38.000 Schadenspunkte, je nachdem, wie hoch ihr euren Lacewing gelevelt habt. Der Schadensradius der Minen beträgt 12 Meter und pro Sprung werft ihr eine Mine ab. Wie gut ist Lacewing also nun? Kommen wir zum Positiven. Durch seinen Minensprung und der Tatsache, dass ihr zweimal hintereinander springen könnt, erreicht ihr Orte auf Maps, die man sonst eher weniger gut erreichen würde. Das sorgt nicht nur für Abwechslung im Gameplay und macht eine Menge Spaß, es verschafft euch vor allem im CPC den ein oder anderen Vorteil gegenüber euren Gegnern. Außerdem lässt sich Lacewing während des Sprungs wesentlich besser und präziser steuern als zum Beispiel Lancer oder Tengu. Auch die Energiekapazität und seine Geschwindigkeit sind nicht schlecht. Allerdings gibt es auch einige nicht zu verachtende Nachteile, die der Mech mit sich bringt. Da wären zum Beispiel seine Bauart. Lacewing hat die gleiche Krankheit wie Solis, Onyx oder Sentinel. Er hat die Arme und somit die Waffen zu weit unten und muss sich deshalb häufig sehr weit aus der Deckung wagen, um einen Abschuss zu erzielen. Klar, die unten hängenden oder liegenden Waffen sehen cool aus, aber sie sind halt sehr unpraktisch. Außerdem verfügt Lacewing über keinerlei Schutzfunktion während des Fluges oder auch im Allgemeinen. Das bedeutet, dass er generell ein leichtes Ziel für Javelin, Helix oder andere zielsuchende Waffen darstellt. Und das ist ein immenser Nachteil, der beinahe alle Vorteile dieses Mechs zunichte macht. Natürlich könnt ihr hohe Punkte erklimmen, aber da gibt es ja meistens keine Deckung. Das bedeutet, dann steht ihr da oben und fühlt euch toll und der Gegner denkt sich, hey, ich pack die Helix aus und bolzt euch einfach von da oben weg. Oder kann euch sogar im Flug abschießen. Das ist halt echt von Nachteil. Spielen lässt sich der Mech am besten im Kontrollpunkt Konflikt und zwar mit Stormrake, Javelin oder Helix. Man kann auch mit Railgun oder EM-Rival spielen, allerdings performt er damit nicht ganz so gut. Im Allgemeinen kann ich hier keine Kaufempfehlung aussprechen. Lacewing bräuchte etwas, das ihn vor zielsuchenden Waffen schützen würde. Dann wäre er ein absolutes Must-Have. So wie er momentan dasteht, kann ich allerdings keine Kaufempfehlung aussprechen. Da gibt es halt Besseres. Finger weg, Freunde. Aber was ist eure Meinung zu dem Mech? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.